Ich denke, wir sollten uns bemühen, auch Menschen mit geringerem Einkommen Möglichkeiten zu bieten. Sie würden von einem öffentlichen Verkehrsnetz sehr profitieren. Und ich bin sicher, dass sie es häufig nutzen würden. Deshalb wäre Copperpot ein gutes Gebiet für den Anschluss ans Streckennetz. Und das gehen wir heute an und damit herzlich willkommen zum Bus Simulator. Ja, wir machen. Zwar machen wir heute weiter. Wir kaufen eine. Wir kaufen eine 90. Weil wir müssen ja die nächste Route anbieten. Verbinde Copperpot mit mindestens zwei Routen. Ach, das ist ja relativ easy. Das kriegen wir doch ohne Probleme. Das ist ein Copperpot überhaupt da unten. Genau, dann machen wir die mit den, haben wir die mit der Route 12 zusammen. Wir haben jetzt 282.000. Emergency Headquarters, 5th Avenue, Humboldt Street, Copperpot Church, Elm Street, Copperpot Church. Indian Avenue. Emergency Headquarters, 5th Avenue, Humboldt Street, Copperpot Church, Elm Street. Genau. Dann haben wir das hier drin. Nennen wir nicht im Hirn. Ja doch, dann nennen wir nämlich, fahren wir nämlich über die 10. Wir fahren dann über 5 Avenue. Ja doch, passt. Gut. Also wir müssen jetzt ein zweites bauen. So. Emergency Headquarters. Freeman's Old Police Station. Old Police Station. Freeman Street. 6th Street. Indian Avenue. 5th Avenue. Humboldt Street. Copperpot Church, Elm Street, Apple Farms Walk. Es ist schön, dass nun auch Menschen mit geringerem Einkommen eine gute Verkehrsanbindung haben. Sieh dir nur unser Streckennetz an. Es ist deutlich ausgebaut worden und deckt schon viele Bereiche ab. Den Menschen von Angel Shores gefällt's wohl auch. Die Zahlen sprechen für sich. Großartige Arbeit mit Copperpot.
Hör mal, ich habe eine Idee. Es gibt viele Leute, die in Kappapat leben und in der Forstwirtschaft von Coyote Bush arbeiten. Wenn du mehr Fahrgäste für deine Busse haben möchtest, verbinde diese beiden Orte miteinander. Islander Park Church, Lake Anza Road.
Coyote Bush North. Coyote Bush North. Quarry. Sunshine Retreat. Sunshine Retreat. Tilton Avenue. Fisherman Point. Tilton Avenue. Fifth Avenue. Humboldt Street. Fifth Avenue. Indian Avenue. Elm Street. Sixth Street. Elm Street. Street. Sixth Street. Apple Farms Walk. Copperpot Church. Lake Anza Road, Coyote Bush North. Coyote Bush North. Viel Spaß. Hübscher Bus.
muss dort die nächsten Tage mal hin. Vielleicht treffe ich ihn ja. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Heiß draußen. Mein Enkel hat meine Karaoke-Einlage gestern Grinchy genannt. Was meint er nur damit? Letzte Nacht habe ich was Seltsames geträumt. Bin mit so einem komischen Gefühl aufgewacht. Ich habe vor kurzem einen Wal in der Bucht gesehen. All Directions kommen irgendwann in unsere Stadt. Eine Fahrkarte, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte.
Karte? Oh, wie oft? Vorsicht, da steht ein Bär hinter Ihnen. Das hat wohl nicht gezogen. Wo hab ich denn... hier. Na klar. Bitte. Was? Ach so. Hier ist sie. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Wie war das noch gleich? Gruyère, Grouvert, Gründer. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Winter of Passion war meine Lieblingsserie. Ich habe Spring of Affection noch nie gesehen. Hoffentlich ist sie genauso gut. Swarm und spiele gerne Spring of Affection. Swarm of Affection und spiele Drone Swarm. Nein. Ich nehme nicht an, dass Sie dieses Mal die Fahrkarte haben. Ich brauche die Rampe, bitte. Tilton Avenue. Diese Brücke macht mir Angst. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Thank you.
sein. Geist? Ich höre gerne All Directions, wenn ich joggen gehe. Das ist eine großartige Idee, Josh. Es ist, als ob Copperpot nur auf eine Anbindung gewartet hätte. Es hat funktioniert. Die Leute finden es toll. Kein Wunder, dass die neue Route ein Erfolg ist. Coyote Bush ist toll. An Sonnentagen ist alles in goldenes Licht gehüllt. Aber selbst an Regentagen ist es ein großartiges Wandergebiet. Der Geruch von nassen Auen und... Aber was nützt es, wenn es niemand sieht, Schätzchen? Machen wir Coyote Bush für Touristen zugänglich. Es ist so schön dort. Die Touristen werden es lieben. Daran hatte ich nicht gedacht. Eine tolle Idee.